Frage. Mein Partner hat Schulden, kann auch bei mir gepfändet werden. Das ist, kommt ein bisschen darauf an, was das für ein Partner ist. Wenn sie verheiratet sind, dann ist es immer so, dass es vermutet wird, dass demjenigen, gegen den gepfändet wird, auch die Sache gehört, die gepfändet wird. Damit man nicht sagen kann, das gehört alles meinem Mann oder alles meiner Frau. Also da gibt es sozusagen eine Eigentumsvermutung immer zu Lasten des Schuldners. Wenn sie nicht verheiratet sind und das zum Beispiel die Wohnung des Partners ist, dann kann nur gepfändet werden, wenn der Dritte sozusagen zur Herausgabe bereit ist. Also wenn ihr Partner sie ärgert und sagt zum Gerichtsvollzieher, jo, kannst du alles mitnehmen, dann haben sie ein Problem. Also das ist rechtlich ein bisschen kniffliger.